Socken, Söckli und Strumpfhosen von Avela. Klassisch oder modisch? Für jeden Tag und für besondere Gelegenheiten. Die gibt es jetzt bei Coop in vielen aktuellen Trendfarben. Auf diesen modernen Hochleistungsstrumpfautomaten entsteht aus feinstem Garn alle 3 Minuten ein Paar Avela-Strumpfhosen. Aus einzelnen Strümpfen zwar noch und bei den Zechen offen, aber schon mit dem Hosenteil und mit eingestrickter Ferse. Die Maschine schliesst zuerst die Fußspitze und näht dann die beiden Strumpfteile zu den eigentlichen Strumpfhosen zusammen. Erst jetzt werden die Rohlinge je nach Bedarf so gefärbt, wie es die aktuellen Trends verlangen. Und die Anlage verpasst den Strumpfhosen anschliessend unter Dampf ihre bleibende Form. Für mehr Komfort und einen perfekten Sitz. Avela Strumpfhosen von Coop sind jetzt so günstig, dass man einfach muss zugreifen. Guten Abend miteinander. Gerade zu einer Zeit, wo es noch nicht viel frisches Obst auf dem Markt gibt, kommt uns die Rhabarberen für Kompott oder Weihe sehr gelegen. Ich mache zwar heute eine Rhabarberentorte. Ich habe die Rhabarberen fein gewürfelt, mit Zucker gekocht, Gelatine und der Rieren drin aufgelöst und alles kühl gestellt. Dort rein kommt jetzt Rahmquark und Eigelb. Und alles zusammen wird sehr gut miteinander verrührt und dann abgekühlt, bis es anfängt anzuziehen. Dann wird geschlagener Halbraum darunter gezogen. Mehr Kornguzzi habe ich mit einem Wallholz fein verdruckt, mit flüssigem Anke und einem Eiweiß vermischt und diesen Teig in eine Springform gelegt. Ich habe einen Rand gezogen, etwa 3 cm hoch, und dann im vorgewärmten Ofen backen. Zum Schluss kommt die Rhabarbermasse in den Teigboden hinein. Und nach mehreren Stunden im Eiskasten kann man die Torte mit Rahm und Guzzi garnieren und servieren. Einen guten. Strapazierfähige Textstar-Kinderjeans gibt es nur bei Coop für 15 Franken. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 100 Gramm geräuchten Magerspeck am Stück für nur 1,15. Morgen, übermorgen und am Samstag offeriert Ihnen Coop 6 Schweizer Eier aus Bodenhaltung für nur 1,95 und 1 Kilo Bananen für nur 2 Franken. Auf Wiedersehen!